der Sieger des Baumstammsterns. Oh, das ist zu schnell gewesen, zu schnell. Immer ruhig bleiben, das ist die Gefahr, wenn man zu schnell beginnt. Aber wir haben noch einen Haufen Sachen vor uns. So, der Anton, jetzt ist er gerade, jetzt klappt das. Zweite Fass, der Rico hat eine halbe Bahn Vorsprung. Jetzt hast du es wirklich in der Hand. Dein ärgster Konkurrent hat eben wirklich abgelost. Kein gutes Ergebnis. Hast du es mitbekommen? Ich habe es mitbekommen. Ich saß noch hier. Ah. Na, dann wollen wir mal sehen. Also wir fordern dich jetzt aus. Das schaffst du ja wohl. Elfmeter ohne Torwart, sag ich nur. Hast du. Probieren wir es, ja. Es geht nachher wirklich in den Sandsack. Die Fässer sind warm laufen. Beide sehr schnell bis jetzt. Beide sehr schnell, dicht beisammen. Ah. Jawohl, jetzt holt der Bier auf. Die Erfahrung kommt da hinten raus. Jetzt, jetzt der Sack. Da sind jetzt beide Kopf an Kopf. Williger liegt hier 56 Jahre hier vorne links mit dem Kopftuch. Schnappt sich, jawohl, und hebt ihn hoch. Oh, jetzt rutscht er ab. Christoph. Christoph jetzt mit dem Kämpfen an der. Das kennen wir, das Spielchen. Das wird schwer jetzt. Aber er hat ihn hoch, tatsächlich. Williger nach vorne gefallen, aber er sollte es noch schaffen. Nicht? Super. Beim Kugelheben, beim Kreuzheben, überall ist Bilder stark auf dem Rücken raus. So, Christoph Seltmann und Olli Wernell, die beiden nächsten Athleten. Ja, das sind zwei ganz unterschiedliche Typen. Der eine mehr so ein Brecher, der alles mit Kraft macht. Das ist der Mann mit dem Topf hier vorne. Und der andere so der dynamische. Der sogenannte Flitzer, aber er hat doch was an. Also, ne? Also sonst gibt es er nicht, sondern derjenige, der immer schnell und dynamisch alles macht, das ist der Olli. Rechts von euch, Olli Wernell aus Leipzig. Auch wieder ein Sachsen-Duell gegen Christoph Weltmann aus Dresden. Da bin ich mal gespannt, was das wird hier. So kriegst du das nicht. So. Nell gegen Seltmann. Aber nicht mit Handschuhen, sondern mit Fässern. So, die Athleten sind bereit. Der Kampfrichter ist auch bereit. Die Helfer gehen auf ihre Positionen. Und jetzt kommt gleich das Signal. So, Olli Nell, ja, der dynamische, leicht in Führung. Aber hier geht es, wie gesagt, darum, alle sechs Sachen nach oben zu bewegen. Und da zählt keine Zwischenzeit, sondern nur das Endergebnis. Ah, der Olli hat einen Objektvorsprung jetzt. Christoph macht alles ganz ruhig und locker. Wichtig ist, und viel kommen. Oh, super Zeit, würde ich sagen. Da sind wir gespannt. So, jetzt der Christoph noch mit dem Sack. Beeil dich ein bisschen, damit die Zeit nicht um ist. Und wenn er nicht hochgeht, wenigstens rantragen. Das ist wichtig. Ja, der Christoph kommt auch ins Ziel. Der schafft das. Der schafft das. Jawohl. Auch der Christoph den Samstag geladen. Wie gesagt, in der Ruhe liegt die Kraft, sagt er. Gut.